Freunde, lasst mich euch bitte zeigen, wie man Maronen macht. Ich gehe die jetzt extra einkaufen. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der gesagt hat, dass das nicht geil schmeckt. Ich bin gerade hier in der Edeka. Wir haben einfach keine Maronen. Nein, alles gut bei mir. Okay, also ich habe doch noch in dem Biomarkt Kastanien finden können. Jetzt können wir loslegen. Wir heizen den Ofen erstmal auf 250 Grad vor. Jetzt können wir anfangen, die Maronen zu schlitzen. Dafür nehmt ihr euch so ein Messer und geht einmal so länglich durch. Ihr könnt auch gerne so eine Kreuzvariante machen. Ich habe die Maronen jetzt ins warme Wasser getan, damit ich erstens die sauber bekomme und zweitens, die lassen sich dann leichter schälen. So, die Maronen sind jetzt im Ofen für ca. 20 Minuten. Ich war ja vorhin in der Edeka und da habe ich direkt noch ein paar Sachen gekauft. Schaut jetzt mal. Ich schwöre, ne? Das sagt alles zu meiner Ernährung. Kinderschokolade, ich liebe die. Okay, die Maronen müssten jetzt mal fertig sein. So schauen die aus, wenn die fertig sind. Und hier ist der Unterschied zwischen dem gekreuzten Schlitzen und dem länglichen Schlitzen. Jetzt müssen wir die eigentlich nur noch schälen. Übrigens gibt es bei Vaditim mit meinem Code ALPAI immer noch 15% Rabatt. Fertig geschält, so schaut sie jetzt aus. Und wir machen einen Geschmackstest. Unglaublich lecker.